Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Wir haben, beziehungsweise der gute Grease hat in der letzten Folge die Mantis fit gemacht und wir könnten jetzt schon theoretisch vom Planeten abholen, abhauen. Was wir auch machen werden, aber es ist jetzt viel mehr los in der Bar und ich will mal mit ein paar Leuten sprechen, bevor wir abhauen, gucken, ob die Komm irgendwas rein, setz dich an die Bar. was Neues zu berichten haben. Ja, zum Beispiel der gute Monk. Aber reden wir mal an die Bar Barkeeper, und dann mal schön, dich gucken. zu sehen, Kerl. Mal reden. Angeblich befinden sich eine reisendere Musikere und ein DJ-Droide aus den Kernwelten auf Kobo. Dachte nicht, so etwas von dir zu hören. Weißt du, warum sie hier sind? Sie sind zum Talplateau gewandert, um die Geräusche der Wildnis zu samplen. Die Geräusche der Wildnis können von Kreaturen kommen, die dich töten können. Man kann jedenfalls keine bombigen Beats rausbringen, wenn man tot ist. Mal sehen, ob ich sie finde. Das hoffe ich. Siehst du, so erfahren wir halt Gerüchte, ne? Und dann können wir halt nach denen suchen, ne? Wir sehen uns später, Monk. So, wer bist du? Du bist auch neu. Sei gegrüßt, Umherziehender. Kell reicht völlig. Das wird es nicht. Okay. Ihr seht nicht aus wie die anderen Prospektoren. Nein, nein, nein. Sie graben Reichtümer aus. Tulagt gräbt aus, was nicht so leicht zu fassen ist. Verdient man damit viele Kredits? Weisheit ist ein Gut, das nicht verdirbt. Und es gibt immer zu wenig davon. Okay, Tulagt, okay. Die Wahrsagerin Tulagt verschlägt es nach einem Angriff auf ihren Heimatplaneten in die Katina. Was sie auf Kobo sucht, bleibt ihr Geheimnis, wie die meisten Dinge über sie. Na, vielleicht werden wir noch mehr mit ihr über sie erfahren. So, der Kollege ist überhaupt nicht gesprächig, mit dem kannst du jetzt gar nicht mehr reden. So, das hier ist Kollege Türgel und Mosi. Okay, wer ist Mosi? Ach, das war die mit dem Stall. Okay, das ist Greaseplatz. Wir können jetzt auch nach oben gehen. War sie einen Stockwerk höher? Was war das denn gerade? Da kommen Erinnerungen hoch. Ja, durchaus. So, was habt ihr zu sagen? Wer hat dir gezeigt, wie man jagt, Mausi? Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und stand immer in Konkurrenz mit meinen Geschwistern. Um Anerkennung, Lob, manchmal auch Essen. Ich musste die Stärkste sein, um hervorzustechen. Das klingt heftig. Mit mir war Mama am strengsten. Jeder Fehler wurde angesprochen, meine Technik kritisiert. Das musste ich abgehärtet haben. Wahrscheinlich. Aber ich konnte es irgendwann nicht mehr ausstehen. Wahrscheinlich kam ich deshalb hierher. Ich kannte meine Eltern kaum. Nun, das ist nicht immer das Schlechteste, oder? Na, wo sie recht hat. So, Türgel. Kerl, ich muss dir etwas gestehen. Und jetzt kommt's. Von den Geräten, die ich Ravis verkaufen wollte, gibt es im Tal noch mehr. In einem Gebäude in der Mitte. Du kannst es nicht verfehlen. Ich dachte, du gehst dahin, siehst es dir an und was du findest, teilen wir. Halbe halbe. Mal sehen, Törgel. So wieder ein neues Gerücht. Ja, es lohnt sich schon, mit den Leuten zu reden. So, und oben ist er jetzt offen. Da hat ja die gute Sie ihren Laden. Ne? Ja, alles gut. Ein Stück. Nee, das können wir uns noch nicht leisten. So. Kerl, du kennst doch den Wasserfall am Wald, oder? Ist das die Stelle, an der die Raider gern lagern? Leider ja. Diese abscheulichen Grobiane. Nun, wir sollten diesen Juwel von einem Planeten alle miteinander genießen. Dann ist unsere Expedition abgeblasen? Es sei denn, du willst durch ihr Blasterfeuer laufen. Nein, danke. Kann man sich auf diesem Planeten irgendwo gefahrlos mit Freunden entspannen? Es gibt ein paar Ecken ohne Raiders, aber Kobo ist nicht mehr wie früher. Oh, hey, du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Thor. Ich bin Historikerin, zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim, aber ich sehe schon,
Dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben. Und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, hä? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. Ja, wenn wir denn welche finden, ne? Bestimmt Thor. Okay, wer ist Thor? Thor hat eine höhere Bildung genossen und ihr archäologisches Interesse hat sie nach Kobo geführt. Obwohl sie Akademikerin ist, will sie sich bei der Erkundung von Ruinen der Hohen Republik unbedingt die Hände schmutzig machen, okay? Sarah, du kannst die Leute, die du dann hier in der Wildnis findest, ich weiß nicht, wie das auf anderen Planeten ist, ob man die auch hier hinschicken kann, in die Kantina. Aber mit denen geht's anscheinend. So, habt ihr was zu sagen? Nein, ihr nicht. Wer bist du? Mit dir können wir auch nicht reden. Okay, gut. Jetzt die Frage, trifft dich mit Seer auf Jeddah? Erkunden wir weiter? Weil es ist ja noch riesig, ne, was wir alles zu erkunden haben. Schon allein die ganzen Gerüchte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gerüchte. Und viele Orte, wo wir noch gar nicht waren, ne? Sieht man ja, dass es noch nicht so, dass es so dunkelblau unterlegt ist. Ach komm, wir machen Story-Fortschritt. Wir können auch höher gehen. Ach stimmt, auf dem Dach können wir, glaube ich, Saatgut anpflanzen. War mir so, ne? Ja. Was für eine Aussicht. Ich wette, mit etwas Hilfe könnte ich hier oben einen tollen... Der Dachgarten. Du hast jetzt Zugang zum Dachgarten von Pilot's Saloon. Und kannst dort Samen pflanzen, die du auf deiner Reise gefunden hast. Schneide bestimmte Pflanzen ab, um Samenkapseln zu sammeln, die mehrere Samen enthalten. Einige Kapseln enthalten neue Farben. Pflanzen gibt es in verschiedenen Größen und größere benötigen zum Wachsen mehr Platz. Du kannst zusätzliche Parzellen- und Gartenarbeitfähigkeiten freischalten, indem du alle deine Pflanzen auf ihre volle Größe züchtest und einen Gärtner rekrutierst. Okay. Garten anlegen. Ach ja, auch hier oben läuft das gerade wirklich suboptimal, das Spiel, ne? Okay, das ist noch alles sehr verwelkt. Ja, BD1, ich komme sofort. Man ist ja automatisch wieder sofort drin und will immer irgendwo hinspringen, ne? Und gucken, ob irgendwo noch was ist oder versteckt ist oder was auch immer. Man ist automatisch versucht. Gut, dann wollen wir mal gucken. Haben wir was zum Anpflanzen? Gartenarbeit? Ich muss Samen finden, wenn ich etwas anpflanzen will. Okay, Inventar ist leer. Ah, okay, jetzt können wir Samen und pflanzen. Ah, da können wir uns den Platz aussuchen. Okay. Zoomen, Karte. Ah, so können. Ach, nördliches Bild östlich. Ah, okay. Spezies entdeckt, Farbtöne entdeckt. Ja, gut, das kommt wahrscheinlich alles mit der Zeit. Ich würde sagen, wir nehmen die Abkürzung. Ja, weil dann kommen wir nämlich direkt zum... Nein, kommen wir nicht. Aber wir kommen runter. Ich sag ja, du kannst hier bestimmt noch Zeit ohne Ende verbringen. Huch. Aber wir fliegen jetzt nach Jeddah. So, Freunde, ich bin da. Seid ihr alle an Bord? Also, wer ist dieses hier, zu der wir wollen? Eine Mentorin von mir. Sie hat mich auf Braca vor dem Imperium gerettet und dann durch die halbe Galaxis geschleift. Ihr habt wohl einiges durchgemacht. Ja, ist lange her, seit ich sie gesehen habe. Ja, BD1 vermisst sie anscheinend auch. So, das habe ich alles schon angeguckt. I agree. Wie fühlt es sich an, wieder auf der Mantis zu sein? Gut, ich denke drüber nach, einen Burra-Fisch mit Curry zu machen. Die Küche ist in einem besseren Zustand als der Rest des Schiffs, Kleiner. Ja. Sie wurde weniger benutzt, nachdem du weg warst. Ich sehe, dass überhaupt keine Gewürze verbraucht wurden. Hast du in den letzten Jahren einmal eine anständige Mahlzeit gekocht? Ich bin als Koch nicht halb so gut wie du, Grease. Und als Pilot vielleicht nur zu drei Vierteln. Sehr freundlich. Aber bei der ersten Gelegenheit mache ich dir eine Portion von Urgroßmutter Pailoons Umbra-Hack. Mein Lieblingsgericht. Kann's kaum erwarten. Gut, wie könnte... Nein, kein Grafikfehler da unten die Treppe. Wie können wir denn fliegen? Ist das hier die Sternkarte oder was ist das? Ja, Holotisch. Ja, so. Wir wollen nach... Das ist Kobo. Was ist da? Alter,
Ist die so hakelig oder ist das... Okay. Planetenkarte bitte. Nein. Wie gesagt, das ist eigentlich so eine richtige Planetenkarte. Nochmal Holotisch bitte. Unten links steht das, okay, Jeddah. Wie haben wir erkundet von Kobu? 28%. 14 Folgen, wir sind jetzt in der 15. Folge und gerade mal 28%. Ich sag ja, Wahnsinn. Nee, wir fliegen nach Jeddah. Also wir müssen gedrückt halten, okay. Mit Vollgas nach Jeddah. Und mit weniger als 30 Frames geht das ab. Fühlt sich bestimmt gut an, nach so langer Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jeddah. Fliegen wir zur Stadt? Nein, ich habe gehört, Zia ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anachoreten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jeddah. Das ist Zia. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Hey, Carl, schau auf den Holoprojektor. Wir haben einen Anruf von Jeddah. Guck ich doch, oder wo ist der Holoprojektor? Ja, interagiere mit dem Holotisch. Ah, jetzt geht's, okay. Es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist Zia da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt Acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Danke für die Warnung. Das ist doch bestimmt das Ziel gewesen, selber. War selber das Ziel gewesen. Tja. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Die Narkis Anachoreten. Koretten? Okay. Die Narkis Anachoreten? Koretten. Anachoreten, okay. Sind ein Kult auf Jeddah, welche die Macht verehrt. Diese einsiedlerische Klostergemeinschaft wurde nach dem Narkis Hochland benannt, der Region Jeddahs, in der ihre Mitglieder sich häufig aufhalten. Sie verehren die Macht, die sie als Wissen und Verständnis interpretieren. Die Anachoreten glauben, dass alle Dinge in der Galaxis, Personen und Sterne, ebenso wie Bocklings und Asteroiden, Teil eines weitläufigen Netzwerks des Verständnisses sind. Jedi und andere Machtbegabte gelten als erleuchtete Wesen, durch die Wissen und Verständnis von der Macht nach draußen getragen werden. Okay. Habt ihr gesehen gerade hier links, wie oft das mit RB, LB, LB, RB runterkommt? Nein, das spielt ja keine Fehler. So, triff dich mit Zias Kontakt. So, ihr bleibt hier oder was? Oder was ist mit euch beiden los? Also ihr seid gar nicht hier. Wo seid ihr denn? Hä? Wo seid ihr beiden? Hallo? Reese, Boat. Reese, Boat? Ihr seid schon draußen. Wie seid ihr dann hinkommen? Die Tür war noch eben zu. Tut mir leid, Kleiner. Näher kann ich wegen dieses Staubsturms nicht ran. Der Treffpunkt sollte nicht allzu weit weg sein. Ihr zwei bleibt hier. Ich finde es hier ist Kontakt. Ich sorge für Grease Sicherheit. Grease Riders braucht keinen Babysitter. Da braucht wohl jemand ein Nickerchen. Pass auf, du. Okay, und Bo, was hast du Pass zu sagen? Auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Grease. Hast du Märchen über mich erzählt? Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleiner. Okay. So, erster Blick auf die Karte. So.
Suchen wir Sears Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Okay, wir rutschen da runter. Also so steil ist es nun auch nicht, ne? Also nochmal das Ganze. Hopp und zack. So. Wir flitzen darüber. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist nur. Nick, ob ihr. Hallo? Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Hartschale. Okay. Wow. Passiert. Muss vorsichtig sein. Passiert. Spring doch da ran, Junge. Was ist los mit dir? Da-da-ba-ba, hep on, yup. Weiter, 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 weiter. So, jetzt aber. Und hep. Ja. Weniger suboptimal, aber hat funktioniert. Yep, und Abkürzung. Sehr schön. Brauchen wir die Quark nicht nochmal machen. Oh Gott, was ist das denn? Jedda. Nicht übel. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Machen wir. Wir meditieren erstmal. Zack. So, wo müssen wir denn hin? Da runter. Also rechts rum. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Okay. Sieht aus wie eine Gebetsmühle. Ein Werkzeug der Pilger, um ihre Glauben zu bekennen. Das Rad wird gedreht und gleichzeitig einen Anruf von der Macht wiederholt, okay? Wir machen erstmal alles kaputt. So, nicht auf den Sand rennen, witzig. Schon durch. Alle weggemacht. Fernglas, Audiosensoren, okay. Für BD1. Ist aber schnell da, ne? So. Da kommen wir wohl nicht hoch. Wir müssen wahrscheinlich oben rum, ne? Da müssen wir hin. Okay. Da ist die Tür in der Mitte. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was da rauskommt.
Offener Weg? Wieso, was ist denn daran offen? Das ist da, alles klar. Einfach aufstoßen. Leute. Ich bin nicht der Stein. Ich werde mit dir fertig. Hallo? Beschütze mich. Hallo, 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 nicht durchdrehen. Gib mir einen, bitte. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Das ist auch wieder so eine Währung, alles klar. Gut gemacht, BD. Aber das ist, sind das die Viecher, die unter der Erde sind? Okay. Kann ich hier hoch? Ah, ey, mal ehrlich, Kerl, du rennst wendelang ohne Ende, aber diese kommst du nicht hoch? Ach, kommt ihr, ey, das ist ja lächerlich. Alles klar. Weil dieses Ruckeln, das macht einen wahnsinnig, ne? Naja, was soll ich jetzt 20 Mal probieren? So, die Frage ist ja. Auf Stein, tau ab, du kannst mich hier nicht fressen. Ja, genau, du rutschst wieder aus. Wo rutschst du denn aus? Was ist der? Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Das ist super, das Skorpion, Alter. Okay. Mistviecher, was los? So, wie kommen wir denn da unten hin, sag mal? Meine Mitte durchschneiden das Vieh, danke.
Imperiale. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Bist du jetzt fertig? Stimmt zu mir, BD. Wahnsinn, was ich auf die Schnauze krieg. Wahnsinn, was ich auf die Schnute krieg. So, hier vorne ist... Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Und halte jede Person fest, die hier vorbeikommt. Verstanden. Okay, hier können wir einmal meditieren. Lass uns hier eine Pause machen. Alles klar, gehen wir. Nicht, dass ich jetzt hier runterspringe und dann bin ich... Geil, Karte können wir beim Hängen nicht gucken. Fail. Lol. Okay. Alles klar. Aber dass man die Karte beim Hängen nicht aufmachen kann, ist schon wieder... Was nicht los, Mensch. Los! Geil, wenn ich runterfall von alleine, geht's nicht. Macht er das? Ich komme nie durch seine Verteidigung. Bringt es zu Ende. Ziehe mich zurück. Er hat einen von uns erledigt. Einen? Nicht mehr heiße Luft. Ich habe aber nur ein Lichtschwert, kein doppeltes mehr, ne? Warum können wir das nicht? Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht, mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt doch. Bereit? Versuch, Schritt zu halten, Jedi. Ich bin da. Erledigt den Eindringling. Ich krieg ihn. Der kommt zurück. Wir können gar nicht verlieren. Ich gewinne den Kampf. Weißt du schon wieder aus? Du wirst dich ergeben. Das ist der Eindringling. Alter, er kriegt nur 5 Seiten, ne? Und... Auf den Punkt. Aufhören, Mann. Cal, die Wand. Da kommen noch mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Integrität gefährdet. Auf dein Zeichen. Ihr könnt nicht entkommen. Ich habe sie. Beeilung! Schnell, Hilfe! Sag mir wann! Scanner ist ausgefallen.
Ja, doch, also die Finisher sind schon echt cool gemacht, ne? Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Wo müssen wir lang? Wir müssen dich darauf bringen. Ich weiß. Okay, was ist da oben? Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Was machst du auf Jedha? Jedha ist ein Teil der Galaxis, Cal. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das könnte klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Cal. Ein Sturm zieht auf. So, sehr geil. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Nar Shaddaa. Du gehst vor, Cal. Ganz erinnert mich an mein SVTOR-Let's Play. Ich geh vor? Meine Güte. Jetzt wird gekämpft. Der gehört mir. Cal, Vorsicht! Den holen wir uns. Oh, das ist nicht allein. Komm schon, auf ihn. Hab ihn getroffen. Gar nicht, ich bin gesprungen. Trotzdem voll Energie verloren. Was ist los? Aber das waren sicher nicht die Letzten. Der Spieler sich, der ist kaputt. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Spieler nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Was soll denn? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Gut, aber nicht mehr in dieser Folge, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ne, ich würde mich tierisch über beides freuen. Habt eine schöne Zeit, macht das Beste draus. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.